Ja, nach 3 Wochen schlechtem Wetter ist heute mal wieder eine klare Nacht angesagt. Zumindest hoffe ich das, dass sie ungefähr die 5, 6, 7 Stunden durchhält bis morgen früh. Und da werde ich jetzt also IC 444 weitermachen. Diese eine Nacht, die ich da bis jetzt hatte, irgendwie Mitte Januar war das, glaube ich, die reicht bei weitem noch nicht aus. Ich werde heute wahrscheinlich H-Alpha machen, weil der Mond ist relativ hell. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Also bei dem Mondstand kann ich nur H-Alpha machen, alles andere macht keinen Sinn. Das heißt, lasse ich jetzt durchlaufen und dann schaue ich, ob das irgendwie morgen ausreicht oder ob ich noch eine Nacht warten muss, wann die jeweils sein wird. Das wissen wir nicht. Bei den Wetterverhältnissen im Moment hat man im Monat scheinbar irgendwie nur 1 oder 2 Nächte. Das ist natürlich verdammt wenig. Aber man muss ja nehmen, was man kriegt, sonst kann man sein Hobby irgendwie aufgeben. So, als erstes durfte ich irgendwie die Treibersoftware vom Motorfokus und auch vom USB-Serial-Adapter für die Montierung neu installieren. Warum auch immer, es stürzte so ständig ab beim Autohome. Jetzt habe ich es neu installiert, jetzt starte ich den Rechner neu und dann hoffe ich einfach, dass es jetzt geht. Keine Ahnung, es war wie gesagt wieder 2, 3 Wochen offline das Ganze und jetzt geht wieder nichts mehr. Es ist halt immer so. Naja, ich wurschtel mich da durch. Also, seit 14. Januar, glaube ich, war es. Also, nee, 14. Februar? Ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall, seit 3 Wochen oder 4 Wochen hatten wir jetzt wieder nichts zu holen heute am Himmel. Und jetzt haben sie eine Periode eingeläutet, die mehrere Tage klare Nächte bescheren soll. Dafür sehr kalt, unter Null. Wäre eigentlich mal an der Zeit, hatten wir diesen Winter ja noch gar nicht. Also ich werde versuchen, jetzt heute den IC 444 zu Ende zu machen. Da will ich noch ein paar Luminanzen versuchen. Das kann das Bild noch gut gebrauchen. Und dann schaue ich mal, was dabei rauskommt. Der Mond ist noch ein bisschen da. Aber ganz so dramatisch ist es auch nicht. Also es sollte eigentlich gehen. Und wenn die Vorhersagen stimmen, dann haben wir jetzt noch mehrere Nächte vor uns. Da werde ich vielleicht jetzt mal mit der Galaxienzeit anfangen und eine Galaxie aufs Korn nehmen. Ich weiß noch nicht welche, das werde ich dann sehen. Aber erstmal IC 444, da ist noch einiges zu tun. Und dann schauen wir weiter. Also ich denke mal, das wird heute Nacht was. Ich hoffe es zumindest. Ja, so viel zum Thema schönes Wetter. Gestern war klassischer Fall von angetäuscht und dann irgendwie nichts geworden. Also kurz nachdem ich das Video gedreht hatte, hatte ich glaube ich noch eine halbe Stunde klaren Himmel, dann zog es sich zu. Ich dachte, vielleicht wird es noch wieder besser, aber bis weit nach Mitternacht blieb es zugezogen und dann bin ich auch ins Bett gegangen, habe ich keine Lust mehr gehabt. Heute ist es wenigstens jetzt klar angesagt. Wolken sind jetzt auch erstmal nicht zu sehen in nächster Umgebung, so dass ich hoffe, heute wenigstens was machen zu können. Also, wie ich gestern schon angekündigt habe, IC 444 wird weitergemacht. Ja, die Session heute Nacht war ganz gut. Wir hatten durchgehend klaren Himmel, war auch saukalt, minus 8 Grad hatten wir. Und ich habe weiter mit IC 444 gemacht und dann gegen Mitternacht bin ich dann auf eine Galaxie gegangen, NGC 2403. Das sieht alles ganz gut aus. Bilder habe ich schon Probe gesichtet und mache ich heute Nacht mit weiter, weil es soll heute Nacht wieder klar bleiben. Und vielleicht habe ich dann morgen fertige Bilder. IC 444 braucht tatsächlich noch ein bisschen H-Alpha, weil mir die Details noch nicht knackig genug sind. Aber heute Nacht ja noch eine Chance.